Windenergie Offshore ist mit der Einspeisung von ca. 4000 Stunden pro Jahr die stärkste regenerative Energiequelle, die wir überhaupt haben. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, braucht es nicht nur neue Offshore-Windparks, sondern auch neue Leitungen, die diese Windparks mit dem Netz an Land verbinden. Mit Dollwind 4 und Borwind 4 installieren wir hier zwei Energiekabelsysteme, die in der Hochspannungsgleichstromübertragung betrieben werden. Um die Projekte Dollwind 4 und Borwind 4 zu realisieren, müssen wir die Insel Norderney unterqueren. Die Insel Norderney, die wird in zwei Querungsbereiche unterteilt. Der eine Querungsbereich ist von der Inselmitte zum Nordstrand. Dabei bohren wir dieses Jahr viermal für jedes Energiekabel einmal an den Strand. Der Spatenstich ist ja sozusagen der erste symbolische Akt für unsere allerersten Offshore-Netzanschlusssysteme. Insofern ist das schon ein besonderer Moment. Wir konnten erstmalig hier auf Norderney die Baustellenfläche bereits im Winter einrichten. Das heißt, wir konnten einen Großteil der Materialtransporte aus der touristisch wichtigen Sommersaison heraushalten. Ich glaube, dass es jetzt wirklich gelungen ist, in dem Projekt von Amprion zu zeigen, dass man beides kann. Einen zügigen, konsequenten Ausbau und es so naturverträglich machen, dass man die Eingriffe so weit minimiert, dass der Schaden möglichst gering ist. Die Bewohner sind inzwischen recht routiniert und gelassen. Viele schauen da auch sehr interessiert hin. Information und Kommunikation ist das A und O bei solchen Baustellen. Und das muss auch passieren, sonst weiß keiner, was da los ist. Ganz wichtig ist sowohl aus naturschutzfachlicher wie auch aus Küstenschutzsicht das Bauzeitenfenster. Wir dürfen erst zu Mitte Juli beginnen mit unseren Bauarbeiten. Das hat mit dem Naturschutz zu tun, weil da so die Hauptbrutzeit der Vögel, die hier vor allem auch relevant sind, vorbei ist. Und küstenschutzmäßig sind wir dann mit dem 30.09. verpflichtet, durch zu sein mit der Baumaßnahme, weil dann die Sturmflutsaison beginnt. Wir nehmen die Offshore-Windenergie direkt an den Windparks in der Nordsee auf, transportieren sie über Seekabel in Richtung Küste, unter Norderney hindurch und dann per Erdkabel bis nach Lingen im Emsland, denn dort geht das Kernkraftwerk vom Netz. Dort werden damit 1,4 Gigawatt an Transportkapazitäten frei in Richtung Süden, in Richtung Verbrauchszentren und diese können wir dann für 1,8 Gigawatt Offshore-Windenergie nutzen. Und damit spielt die Offshore-Windenergie einen wesentlichen Teil bei der Klimastrategie in Deutschland und trägt damit einen großen Teil zur Energiewende bei.